Hey yo, Folge 49, ne? Star Wars, Freaky Universe, Staffel 3. Wie kann man so reden? Egal. Heute habe ich so ein Gangster-Ghetto-Rap, irgendwas Spinner. Bei so Typen weiß ich auch nicht, also beim besten Willen. So, was müssen wir da noch? Den Broken Lab Skin können wir mal irgendwo hier oben drüber oder so. Der sieht dann gestört. Hätte ich beim Fusionsantrieb machen können. Das weckt doch Vertrauen hier, das Bild, oder? Zum Ernst. Wenn das nicht das vollste Vertrauen hätte, dann weiß ich auch nicht weiter. Wann geht die Batterie eigentlich leer? Offensichtlich niemals. Gut, muss es auch nicht zwangsläufig. Also wenn wir jetzt noch ein paar Repeater und Dingsbums, Storage und die Item Transfer, die, ihr wisst schon, was ich meine. Dann kämen wir ja tatsächlich noch irgendwo manchmal bei irgendwas an. So, Carbon. Was passiert, wenn ich Carbon kriege? Da Carbon Plates raus? Das wäre jetzt der Hammer. Oh mein Gott, Aschepeile und Liquid Iron. Und Diamanten? Ja, dann machen wir weiter. Plups, und schon ist das Mental leer. Na? Achso, weil wir noch nichts hatten, logischerweise. Das kommt in die Chemiekiste unten rein. Tungsten, das sieht mich nicht. Lead auch nicht. Magnesit jetzt auch nicht. Ferrozium können wir mal. Sinnerbar kommt das Quecksilber raus. Neptunium wäre auch noch eine Option. Und ansonsten haben wir ja fast nichts. Ein ganzer. Mehr nicht. Was ist das hier? Pure Carbon. Noch nie zuvor gehört. Aber es ist schön, dass wir das auch mal hergestellt haben. Kann in die Craft-Kiste. Das hier reingehört, weiß ich nicht, aber hey. Weg ist weg. Der Katalyst kann auch mal mit hier rein. Hier haben wir Brains drin, da weiß der Geier, was für ein Blödsinn. Ist auch ein Crafting-Material, nicht unbedingt das, was hier rein sollte. Das war jetzt keine gute Idee. Naja, was soll's. Man kann ja nicht nur gute Ideen haben. Das wäre ja auch wirklich erstaunlich. So, jetzt haben wir den Powder-Sifter. Ein paar Handmills, die wir noch hinstellen können, irgendwo dazwischen. Die wir niemals verwenden werden. Und die Dinger müssen wir gleich einen extra Gang noch irgendwo bauen, habe ich das Gefühl. Ich baue die. Eigentlich kann ich auch mal kurz den hier machen. Weil wir haben ja schräge und so. Schräge Typen. Könnte sogar richtig durchlässig machen, wa? Fällt mir gerade auf so einem Loch dazwischen. Wenn ich jetzt darüber noch eins hinkriege, zwei, dann haben wir ja schon mal was erreicht. Dann machen wir zwei die Lava machen, zwei die Wasser machen und das im Endlos-Modus. Was ist das jetzt hier schon wieder? Hier wollt ihr wieder nichts. Schon wieder zu niedrig Art. Gefällt euch das hier nicht? Ist das nicht ein angenehmer Ort für euch? Ein bisschen verwöhnt, was? So, also. Dann haben wir zweimal Wasser und zweimal Dingsbums. Dann müsste ich nur dirigieren, dass das Wasser immer schön da reinkommt. Bräuchte man Wassergenerator noch hier im Raum. Hier drüben oder so. Was ich ja durchaus machen könnte. Water Generator, wo stellen wir den her? Gucken. Gut habe ich, wir machen kleine, aber unverkennbare Fortschritte. Und ich bin beeindruckt, dass ich das tatsächlich richtig geschrieben habe. Heute ist ja Donnerstag, ich habe noch gar nicht bei Epic Games geguckt. Foraging Table. Tungsten, Titanium, Kupfer, Carbondioxid. Kriegen wir hin. Und mir stelle ich auch gleich drei davon her. Ihr könnt oben Fahrstuhl bald hinstellen. Wie gesagt, Tungsten, Titanium. Oh, ich will nicht in die Aufnahme wollen. Tungsten, Titanium, Kupfer bauen. Geht klar. Ich. Okay. Einfach von hier ein bisschen was mit dem hier im Gold ist. Ja, vielleicht auch ein paar mehr. Ist ja nicht so, als ob es uns mangeln würde. Darf man O-Klemmer bauen mit? Man weiß ja nie. Und jetzt wieder zum Problemfall. Warten, warten, warten. Was hatte ich noch gesagt? Carbondioxid. Das war unten drin.
Haben wir überhaupt noch was auf Vorrat, oder? Schön, dass alles durcheinander ist. Deswegen wollte ich das vermeiden. Ja, fertig. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Können wir Lava machen und so weiter und so fort. Vorherigen Themen gehen wir erstmal so. Geht schon auch. Oder auch nicht. Worauf es ja nicht ankommt, wirklich. Da ist Fleisch im Kühlschrank. Wie schön. Das ist ja eigentlich Apotheke, Durastahl, können wir mal machen, oder? Carbon, egal, reicht. Noch irgendwas, was wir unbedingt herstellen müssen? Die hier braucht Carbon und die bräuchten Plastik eigentlich bloß, okay. Zum Nerven, ne? Ich will auch keine Tungstenbahn verschwenden. Auch wenn wir sie in Massen kriegen könnten. Ihr solltet nicht, das, ich wollte den Schmetterling ernten und euch nicht dabei anziehen. Und genau den müsst ihr natürlich töten. Hey, Schmetterlingerin. Essentia Obscura. Kann es sein, dass das jetzt wirklich allen Ernstes da das Zeug runtergeregnet hat? Nee. Und ja, auch diese Ecke werden wir noch umbauen. Eins nach dem anderen. Weil hier hinten ist ja der Gartenbereich, deswegen können wir das jetzt eigentlich mal tatsächlich sogar buchstäblich hier runterstellen. Frage ist wo. Einfach hier den Gang rein, ist unzählig übertrieben. Das ist irgendwie so richtig präsentierfähig. Achso, haben wir unser Solar Array dabei? Ne, der steht offenbar nicht im Freien. Haben wir gerade einen Elektro-Dingsbums noch? Ja, wir haben noch einen. Für den Moment noch einen, das ist ja egal. Dann stellen wir den mal kurz da oben hin. Mach halt Platz, das ist mir egal. Ich brauche ja bloß hier oben den Platz frei machen, das Solar Ray, aber egal. Mehr ging es mir jetzt nämlich gar nicht. So, wie sieht's aus? Kriegen wir das noch dahinter? Oder? Könnte klappen. Ja. Jetzt wird es ganz knapp. Wow, ich bin beeindruckt. Kommt aufs an, oder? Wahrscheinlich wird es live während es verbraucht oder so ähnlich. Klingt schon wieder merkwürdig, egal. Gott sei Dank werden die eritreanischen Dinger nicht schlecht. Kühlschrank wegen dem Mais stelle ich jetzt auch keinen hin. Auch wenn ich schon längst irgendeinen gebaut hätte haben können. Was wollte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit holen? Habe ich schon wieder vergessen. Ja, den hier wollten wir machen, genau. Haben wir auch fertig, Problem gelöst. Das da unten wächst auch langsam. Mit der Zeit, was waren das eigentlich für komische Lampen? Ja, achso, die Hängelampen. Nicht auf den Tisch stellen, nichts sehen. Darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Wo kommt ja hier Alkohol? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Nee, wir haben nicht was wieder rein müssen. So, liebe Freunde. Nachdem auch das geklärt wäre, müssten wir noch den Waterbell hier irgendwo hinstellen. Eigentlich ja nicht unbedingt direkt davor, ne? Weil sieht halt schleimig aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Das passt so herrlich hier in die Ecke. Die Kiste wieder nennen. Wenn der für den Moment stehen bleiben darf. Bis wir was Schönes gefunden haben. So, und jetzt müssten wir eigentlich Repeater und Co. einstellen. Dann oben noch fast mit Lava hinstellen, ab und zu mal auffüllen. Dann können wir endlos Produktion machen. Und dann könnten wir hier nämlich auch an die Wände heran. Von mir aus hier nochmal eine extra Wand mit dem Blödsinn machen. Was brauchen wir denn für die ganzen Item Transferation Dinger? Jetzt geht es nämlich wieder rund. Dann haben wir hier wirklich wieder Autoproduktion langsam losgehen. So, erstmal mal unser Quarry hinstellen. Genau, damit die Oma was zu tun hat. Wenn wir schon eine Densinium Quarry haben,
Warum habe ich das nicht als Folgentitel für die letzte Folge genommen eigentlich? Fällt mir gerade mal so auf. Das war doch nur wirklich gefundenes Fass gewesen. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so richtig hochintelligent und so. Also. Brauche einen festen Standfuß. Der andere. Vorzugsweise auch irgendwas, wo wir die Quarry hinstellen können. Die wird von hier sehr weit nach rechts gehen. Den 7 Quarry. Auf jeden Fall brauchen wir noch eine größere Kiste oder zwei. 48 ist besser als nix. Das sieht zwar ein bisschen klein aus, aber wird schon. So, die können wir dann schon mal scannen. Die anderen haben wir gerade erst gemacht. Input 1 Power Switch. Input 2 High Power. Output Item Network brauchen wir jetzt nicht. Das ist ja noch schneller. Und den Rainbow Sand helfe ich dir mal kurz. Nimm dir klar. Egal. Achso, da war ja noch was. Ich stelle dich nochmal weg, danke. Ich weiß ja gar nicht, wie lange du eigentlich gehst, ne? Das wollen wir jetzt mal rausfinden. Ihr wollt jetzt alle mit mir kämpfen, ja? Also ein bisschen größer machen, nicht sehr die Mitte völlig, oder? Kann das sein? Doch irgendwas komisch geleuchtet. So, und jetzt können wir unsere schöne Copper Quarry da wieder hinstellen. Ja, also den Sinium Quarry. Mal gucken, wie weit die geht. Sag mal, wie viel braucht die denn hier eigentlich? Tinsinium? Nein. Tinium Quarry. Was der Quarry ist, wie selber. 31 horizontal, 115 vertikal Mining Area. Aber besser als nichts. Ich meine, jetzt ohne die Welt, aber. Es ist davon auszugehen, dass sie ein bisschen was macht. Top of the person will extend till it hits the warlord maximum. Ja, nur im Vordergrund. Ja, das macht gar nichts. Das macht absolut nichts aus. Den Hintergrund mache ich mir dann frei oder so ähnlich. Hat sie das falsch gemacht? Hm. Du, mach mal. Bis später. Gucken wir uns das an. Können auch spaßenshalber ein paar Blöcke hier. Wenn wir schon wissen, dass du sowieso nur Blöcke im Vordergrund machst und so. Was ich übrigens scheiße finde. Was mir missfallen noch nicht aufgefallen ist. Entschuldigung. Leuchtung können wir trotzdem nicht machen, aus Sicherheitsgründen. Leuchtung, habe ich gesagt. Das sieht gut aus, das sieht Licht aus. Macht doch was her, oder? Nein. Schon mal nicht. So, jetzt müssen wir noch die Plattform hier. Fällt mir gerade auf. Ist doch ein Licht weg. Schade, aber manchmal hat das Leben auch so harte Seiten. Hier ist das Licht da drin gelandet. Ist es. Cool. Das ist doch auch mal was Nettes.
Du sollst mich aber dann nie mit wegmachen, ne? Du musst nicht mehr. So, du produzierst da unten weiter fleißig, warum auch immer. Das war so eigentlich nie gemeint, weil wir brauchen erstmal die Automatisierung dabei. Eine einzige Diamant. Naja, gut, ist jetzt nicht die Welt. Da wir aber dann irgendwann mal unbegrenzte Carbonvorräte haben und so. Hm? So, und da kommt offensichtlich nicht genug Energie durch, wenn ich das richtig sehe. Weil du nicht in der Lage bist, die Masse zu... Na. Schön. Dann müssen wir den wohl doch ein bisschen direkter einspeisen. Zumindest nicht da oben. So gern ich das auch sage. So, unserem Wassergenerator. Haben wir zwar da drüben, aber noch nichts zum Sorten. Das fangen wir jetzt an, mal alles Stück für Stück zu automatisieren. Wie weit sind wir schon? Schon mal bei 15 Minuten. Gleich ist wieder auf immer 50 Minuten. Ich sag's euch. Die Quarry haben wir jetzt angeschlossen. Weiter geht's. Wir brauchen unseren Item Transferation. Transference Drive brauchen wir nicht unbedingt. Teleporter Core haben wir. Doch, das brauchen wir für die Automatisierung. Ob ich es mag oder nicht, wir brauchen es. Was kostet eigentlich die Herstellung von Teleporter Core? Habe ich mir noch nicht angeguckt. Zack. Ja, geht gleich los. Frischen Reis. Dann brauchen wir. Level 1, nein, das ist für später noch. Können Sie unhandled Handler, was? Also. Repeater. Inventory Network Nodes. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir davon gerade irgendwelche vor Ort? Wahrscheinlich nicht. Oder dann ist das alles unten auf Ort, wo er hingehört. So. Rail. Komposite. Jetzt haben wir alles hier. Also, wenn wir mal annehmen, wir wollen als erstes das Wasser von hier da oben rein, um Deuterium zu haben. Wie viele von den Repeater-Dingern brauchen wir jetzt? Also, wir brauchen Teleporter-Kurs. Gehen wir doch nochmal hoch und gucken uns an, was die kosten. Ein paar ganze von denen, würde ich sagen. Viecher müssen draußen bleiben. Du willst mich immer noch angreifen? Jetzt muss ich ja lassen. Du bist ein Hart, denke ich. Bio-Us. Aus euch kommt auch jedes Mal was anderes raus, wa? Das ist abartig. So, Teleporter-Core. Wo haben wir's? Da unten. Oh Gott. Das ist nicht euer Ernst. Können wir die nicht einfach kaufen irgendwie, oder? Ich brauche eine Teleporter-Core-Pflanze. Ich schaue gerade im Geiste den Bildschirm an und überlege, warum bin ich auf die Idee eigentlich noch nie gekommen? Araldura-Stahlbarren, Batterien, Graphen haben wir, ist wurscht. Quantenprozess. Ich gebe es erstmal ein. Durastahl. Waren 3. Batterie. 2. Haben wir keine Batterienpflanze? Graphen. Könnten wir eigentlich auch mal. 5. Quantumprozessor. Ich meine, wozu haben wir diese komischen Pflanzen, ne? Eine. Was brauchen wir für den Quantumprozessor? Keine Ahnung. Nicht hier, drüben. Geht klar. Noch irgendwas, was wir unbedingt bauen müssen? Autopsie-Table? Nein. Nicht jetzt. Gar nicht erst ablenken hier. Turm D ist unser Research-Server. Oh. Okay, so viele AI-Chips haben wir jetzt eh nicht übrig. Die Music-Player sehen wir nicht. Food-Locker. Advanced Plastic und Cryonic Extract. Merken. Nicht jetzt, aber merken. Also, was haben wir denn noch an Batterien, falls wir welche haben? Eine. War klar. Also kann man hier nicht herstellen eigentlich? Nur muss neben dem Schei. Ich kotze mir an. Und wieder runter. Und wieder runter. Und angekommen. Copper Wire Gold Bar Sulfuric Acid. Sul. Bisschen was haben wir. Bisschen was. Ganz kleine Reste.
bescheiden. Haben wir noch Goldbarren? Ein paar. Gleich jeden Augenblick. Wieso hast du schon wieder nichts? Weil du 40 Watt Power brauchst. Und die will der einfach nicht dir gehen. Verstehe. Wieso kann ich mit diesen Dingern hier nichts weitergeben? Das verstehe ich nicht. Der hat doch da auch die Energie, oder? Oder könnt ihr nur grundsätzlich nicht dem Ding die Energie weitergeben? Das kann es auch nicht sein. Ich nicht. Der läuft da auch, oder? Produziert denn die genug Watt? Aha, das war das Problem. Da wir den direkt angeschlossen haben, dann meine Wege auch suchen. So, wo sind unsere anderen Vorräte? Die jetzt geschickterweise hier reinhauen werden. Ja, mal meine. Ich muss mal kurz Gold bauen, das ist wichtiger. Dann sollen wir mal die anderen Rotz haben. Oh, ein bisschen Carbon, kann nicht schaden. Research. Goldbarkopperei. Irgendwas hatten wir. Wofür braucht man die Batterien? Genau. Um ein paar ganze Batterien zu bauen. Copperwire. Habe ich nicht gerade Sulfuric Acid noch gehabt? Habe ich da nicht wieder weggeschmissen, oder? Das bilde ich mir doch nicht ein, dass ich das habe. Eins. Deshalb. Copperwire könnte man nicht auch einfach erzeugen. Gut, ist fertig. Jetzt drauf. Danke. Wie viel ist mir egal? Schlecht, ja. Punkt. Braucht mir Graphen gibt es oben, Quantenprozessor sowieso. Respektive stellen wir her. Aus was auch immer. Quantenprozessor stellen wir dann drüben, nehme ich an. So. Batterien, und jetzt gucken. Quantenprozessor drüben. Ich sollte einfach das Wiki gucken, gut ist, aber egal. Quantum Prozessor. Braucht was noch? Silikonboard und Protoss. Ich hasse euch. Und davon brauchen wir also einen. Egal. Silikonboard und Protoss-Sidebars. Alles ganz natürlich. Hier bräuchte ich irgendwo in der Mitte stehen, so ein Dingsbums. Ihr wisst schon, was ich meine. Zack. Zack. Korn erst fragen. Die Laserdiode würde ich jetzt wirklich gerne mal loswerden. Die mir irgendwo hier das Inventar. Keine Ahnung, zu wild. Und Protoside. Davon haben wir ja leider nicht sehr viel. Weil wir das hier leider nicht automatisieren können. Erstaunlich, aber wahr. Schon mal die Warteschlange nehmen. Du hast schon nichts zu tun. Genau. Das werden wir ändern. Oder auch nicht. Zack. Du machst auch schon wieder nicht sehr viel hier. Zack. Danke für die Forschung. Ich sehe schon mal anfangen. Precursor alle. Ja. Gut. Warum auch nicht? Ich sollte das öfter mal machen. Und hier gibt es gerade auch nichts Interessantes, nehme ich an. Genau, Silber, Gold, ja, ja, Carbon, das übliche, Deuterium, Quecksilber, ne, ein bisschen Wasser. Ich werde hier das Wasser kurz holen. Das kann natürlich weiter wachsen da.
Achso, ihr braucht ja auch noch Strom, ne? Euch schließe ich aber an die an das hier unten. Das sorge ich euch. Zack. So, du hast ja noch genug Strom zum Nimmerleinstag. Also nicht jammern. Das ist mir egal. Da rein. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich finde es schön. Jetzt müssen wir mal gucken, was P-Cursor Alloy ist. Ich habe gerade gesehen, wir sind schon eine ganze Nummer weiter. P-Cursor Alloy. Ist das nur für Plattformen so ein Scheiß, oder? Gibt's gar nicht, auch nicht schlecht. Ah, dann brauchen wir vielleicht doch mal so einen Werkbank-Dingsbums irgendwas, ihr wisst schon. Oder auch nicht. Geil. Tränen sind voll, es nimmt nur keine Energie ab. Hähnchen. Das Ding da unten produziert ganz einfach mehr Energie, als wir brauchen. Ich wollte Quantenprozessor. Dafür braucht mir Goldbahn. Habe ich die jetzt geholt oder? Alle also, 24, egal. Danke, das war so nicht bedacht. Prototype bauen. Ja, deswegen sind wir auch hier runtergegangen, muss nebenbei. Und wieder runter. Und den Prototype abholen. Egal, muss reichen. Zack. Und wieder zurück. Wieder hochgehen. Und wieder runter. Das ist wie ein Profi, oder? Als ob ich mein Leben lang nichts anderes gemacht hätte. Ich würde sagen, 16 reichen für den Anfang. Besonders da wir einen brauchen. Graphen gibt es hier drüben, Batterien haben wir auch. Dura-Stahlbaren fehlen noch. Ja, dann holen wir die noch schnell. Dann muss es nur nicht fehlen, würde ich sagen. Doch. Dura-Stahl. Auch da muss es fehlen, unbedingt. Was auch sonst. Wofür brauche ich das alles in Dura-Stahl-Batterie? Ich habe keine Ahnung. Also für die Item-Transfer. Zumindest glaube ich, dass es das war, was ich bauen wollte. Vor langer Zeit einmal. Als ich noch jung war. Idealistisch. Und Träume hatte. Teleporter-Kurs. Waren das die? Bestimmt, ja. Das klingt nach was teurem, ja. Yep. Nicht gleich so viele. So, 7 Teleporter-Core. Die hätten wir auch für Geld holen können. Nur muss ich nebenbei. Und die brauchten wir für unser Item-Transferation-Device. Und eine Laserdiode, natürlich. Sagt mir, dass ich jetzt wieder drüben machen muss, sonst dreh ich durch. So, theoretisch können wir jetzt 7 machen. Ob wir so viele brauchen, ist eine andere Frage. Terminal. Braucht nämlich auch eins. So, einmal das. Dankeschön. Interessiert mich alles herzlich wenig. Noch weniger. Auch nicht. Davon brauchen wir ein paar. Also wir brauchen sowieso ein paar mehr, aber... Wieso nur 3? Ach, wegen Elektromagneten. Wegen einem einzigen vergammelten Elektro... Egal, herstellen, fertig. So, mal gucken, ob ich noch weiß, wie das geht. Es ist ja schließlich schon ein bisschen her. Wie guckst denn du hier eigentlich gerade drum? Achso, und die hier ist ja gar nichts angeschlossen. Das ist einfach rot. Zack. Sehr unzuverlässige Zahl, würde ich sagen. Also, wir brauchen eins von diesen hübschen Item-Transferation-Devices. Das bist du nicht. Ich weiß, was wir drüber gesprochen haben. Du bist ein Terminal, das brauchen wir... Na gut, hier ist genug zum Bauen, aber es wäre weiter oben, zentral oder so. An der Tür nicht schlecht.
die jetzt nie gebaut und dann bilde ich mir das bloß ein. Ich weiß, das ist ein Musikinstrument mehr. So viel wie auch immer. Da muss er doch. Mal eins her hier. Und gib mir mal etwas Wasser. Bevor wir dich mit irgendwas verbinden, kriegst du zu sagen, dass es nur um Wasser geht. Nicht um Graph Liquid oder anders. Exactly Water. Input Slot 1. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Nach. Ich habe keine Ahnung. Exactly 1. Genau. Und zwar nur das. Von 1 nach 1. Ja, dann essen wir noch schnell was, damit Ruhe gibt. Dann müssen wir gleich auch eine automatische Produktion von Wasser haben. So, wie war das jetzt? Power Switch interessiert mich nicht. Input 2, Item Network, Output Network. Also von Blau und Rot. Blau ist Input, Rot raus. Blau ist Input von hier und von Rot, da soll es hin. Dann muss alles, was Wasser ist, jetzt automatisch natürlich verkehrt rum. Oder? Also sonst wird sie jetzt nicht stehen bleiben. Ich hasse euch. Na klar, Output Item Network. Ach, wieder verkehrt rum. Jetzt hat das Wasser von da abgeholt. Blödsinn. Nee, nee. Von Rot nach Power Switch. Also, Moment. Geht das wieder los? Oder brauche ich dafür auch so ein Storage-Dingsbums? Keine Ahnung. Machen wir mal. Wir setzen uns das einfach mal daneben. Kann ja hier jetzt nie das Problem sein. Also. Von Rot nach. Das hat mir hier kaputt gemacht. Dass es jetzt kein Wasser mehr gibt. Nehmen wir das ganze Wasser raus, dann wissen wir es. Hat das einen Grund oder? Wie hängt das komplett jetzt? Still. Okay. Also die sollten nur gar nicht still hängen. Ist doch die 1. Input-Slot, Input-Slot, exakt. Also Even Split sollte ich vielleicht noch einstellen, wa? Da hier kein Wasser drin ist, geben wir dir mal kurz 1100. Zack. Dann verteilst du das, machst hier aber nichts mehr auf einmal. Irgendwas mache ich schon wieder falsch und merke es nicht. Von Input Slot 1 nach Output Slot 1. Das ist doch richtig. Verstehe ich nicht. Das nimmt er auch an. Und der gibt das Wasser weiter. Aber die arbeiten auf ihre Manier. Von roten. Ich gebe euch nochmal die Logik zuerst. Fertig. Und jetzt kriegt ihr Strom. Und jetzt wieder anzuarbeiten? Das wäre klasse. Dann kann ich hier jetzt bitte Wasser reinhauen, oder?
verteilst es vollautomatisch, jawohl. Alle deine Algen sind egal, kannst du hier bis zum Jahrestag warten dann. Gut, hätten wir das Problem doch mal gelöst. Ich brauche einfach zuerst die Logik und dann den Strom, meinetwegen. Hier können wir jetzt auch sagen, dass du, also wieso hast du eigentlich nicht? Jetzt brauche ich noch eine Lavakiste. Die können wir zur Not hier hinstellen. Dann sagen, zack. Also hier ist ja nichts mehr drin. Nuclear Waste haben wir ja keinen mehr. Großzügigerweise. Dann nehmen wir die Lava mit.